Hey, ich heiße euch herzlich willkommen zu der Uncharted The Nathan Drake Collection. Die ersten drei Spiele, Drake's Fortune, Among Thieves und Drake's Deception, sind ursprünglich für die PlayStation 3 erschienen im Jahre 2007, 2009 und 2011. Und dann in 2015 ist hier diese Collection erschienen für die PlayStation 4. Und ich persönlich bin jemand, der die Uncharted Games durch Videos sehr gut kennt, jedoch nie selber gespielt hat. Dementsprechend würde ich sagen, stürzen wir uns einfach mal gemeinsam da drauf und starten mit dem ersten Spiel, Drake's Fortune. Ein sehr schneller Übergang, sehr angenehm. Start a new game. Game Modes Campaign und Continuous Speedrun. Also das Spiel hört nicht auf, so eine Art Endlos-Spiel? I don't know. Difficulty, Explorer, Easy, Normal, Hard, Crushing und Brutal. Ich habe so einen gewissen Einblick, wie gesagt, in der Vergangenheit schon in diese Spiele gehabt. Bin jemand, der nicht unbedingt häufig Shooter oder Third-Person-Shooter spielt, gerade vor allem nicht auf Konsole. Und dementsprechend, vielleicht geht Easy okay, aber ich probiere einfach mal normal. I'm here off the coast of Panama, where we just recovered what we believe to be the coffin of legendary explorer Sir Francis Drake, who was buried at sea over 400 years ago. Are you sure you want to be defiling your ancestors' remains like that? You make it sound so dirty. Besides, thought you didn't believe me. Well, I did do my research, and apparently Francis Drake didn't have any children. Well, history can't be wrong, you know. For example, you can't defile an empty coffin. What the hell? You devil. What is it? Come on, hold it up. No way. Deal was for a coffin. That's it. Wait a minute. If my show hadn't have funded this expedition, hey, you wouldn't you have... You got your story, lady. Look, Mr. Drake, you signed a contract. I have a right to see every single thing that... Could you hold that thought? Sully, we got some trouble. Hurry it up. Okay. What's going on? Pirates. Pirates? Yeah, the modern kind. They don't take prisoners. At least not male prisoners. Wait, what are you talking about? Shouldn't we call the authorities or something? That'd be a great idea, but we don't exactly have a permit to be here. What? Yeah, so unless you want to end up in a Panamanian jail, we should probably handle this ourselves. Well, what's worse? You obviously haven't been in a Panamanian jail. Do you know how to use one of these? Yeah, it's like a camera. You just... You point and shoot, right? Good girl. Here we go. How the hell they find us out here? These guys have been tailing me for weeks. Thought I lost them. What'd you do to piss them off? It's kind of a long story. Press to take cover. All right. Less talking, more shooting. Hurry up, Sully. Wow, da ist einer ins Wasser gesprungen. Zwei ins Wasser gesprungen. Oh boy. Press for a fast and furious combo. Aui. Kann ich deren Munition nehmen? Yeah, nice. Ich frage mich nicht, wie man nachlädt. Okay, also deren Witz ist es, dass die da reinspringen.
for the brutal combo. Okay, die halten zum Glück nicht allzu viel aus. Okay, also deren Witz ist, dass die einfach immer konstant hier rein. Oh, nice. Sind hier nicht vier rausgesprungen? Ja, da hinten. Okay. Aui. Whoa. Rocket launcher. Okay, that's not good. Yeah, I can't tell. Alright, sorry. Security deposit back. Yellow. Control until they blew up the boat. You all right? Nothing that years of therapy won't fix. Well, if it isn't the beautiful and talented Elaine Fisher. Flattery will get you screen time. Yeah, I'm more of a behind-the-scenes kind of guy. Victor Sullivan. Huh. For Christ's sakes. What do you say we get out of here? Before we attract any more attention. Well? Little present from Sir Francis. Oh, so you found the coffin. Wait a minute, is this what I think it is? Drake's lost diary. He faked his death, just like I said, Sully. He must have been onto something big. Yeah, well, let's just keep that between us. Thanks for the loan, Mr. Drake. I think I've earned a look at that diary when we land. So look, when Drake sailed into the Pacific, he took the Spanish fleet completely by surprise. He captured their ships, he took all their maps, their letters, their journals, and he recorded everything in this diary. Uh-huh, so this... But when he got back to England, Queen Elizabeth confiscated all of his charts and logbooks, including this one, and then swore his entire crew to silence. Yeah, so this... You see, Drake discovered something on that voyage, Sully. Something so secret and so valuable, they couldn't risk it getting out. All right, Nate, just pretend for a minute that I don't really care about any of that stuff and cut to the chase, would you? Man only interested in the climax. He must be a real hit with the ladies. Never had any complaints. Okay, then. I'll jump to the good part, just for you. Ho-ho-ho. Huh? El goddamn Dorado. He was onto something big, all right. Does it say anything else? Oh, so now you're interested, huh? Yeah. Well, unfortunately, no. Last page was torn out. I'm telling you, Sully. This is it. This is finally it. Yeah. Only, we got one little problem. Yes, that's what I said. It blew up. It sank. No, that's why we have insurance, right? Oh. Oh, no, the camera? No, the camera's fine. Don't worry about the camera. No. Still as good as new. Sully, the girl can hold her own. You should have seen her. Fine. You go on out there and you tell her, we just found the lost city of gold. Maybe her producer can get it on the air tonight. Oh, come on. Nate, do you trust me? More or less. Good. Because we're going to have every two-bit scumbag in the world racing us to this treasure unless we cut her loose right now. You're a real gentleman, Sully. I know. It stinks. She'll get over it. No, I don't care for over budget. I mean, do you realize that this could be, like, the biggest story of the year? Hi.
No, I don't trust him, okay? That's why we need to move fast. So just get me the camera crew, and I promise you that... Son of a bitch. Hey! Should have seen that one coming. Ugh. Hold on, kid. I'm not as young as I used to be. Yeah, you weren't too old for that little barmaid in Lima, were you? Ha! Well, that was different. Although I must admit, equally as strenuous. Well, hang in there, old-timer. We're just about there. You know, this reminds me. I ever tell you about the time I pawned a phony 16th century Santo off on Pablo Escobar? risky move, but by the time he figured it out, I was... Nate, are you even listening to me? Hanging on every word. Why waste my breath? Ja. Die Arme wurde da zurückgelassen, aber zu einem gewissen Grad auch nachvollziehbar. So sieht es aus, als soll ich da irgendwie hoch? Sieht zumindest so danach aus. Soll das hier sehr einladen? Ja. Gerade wenn die Button-Prompts dann hier auch auftauchen. Yeah! Okay, zu einem gewissen Grad ist ja also immer eine Sprungtaste. Zum Beispiel hier, das ist auch Springen. So lustig das wirklich aussieht. Francis Drake came all the way up here, huh? We're an awful long way from England. Okay, Nathan hat dazu nichts zu sagen. Well, I don't get it. According to this, we're right on top of the mark. Maybe you're not reading that thing right. Let me see it. No, this is the place. There's nothing here, Nate. Another goddamn dead end. Easy, Sully. Just relax. Let's take a look around. Was hier so überhaupt nicht sein soll. Natürlich dann wiederum merkwürdig. Oh, man. This is like trying to find a bride in a brothel. Ah, da sieht dann noch schon mehr danach aus. This is more like it. What do you think this is, Incan? Nah, it's older than that. Like 2,000 years older. Huh. Sackgasse. Oh. Hat Klang von dem Sound leicht überraschend. Hier irgendwas Interessantes? Okay, ganz simpel darüber springen. Find anything? Nothing yet. So, Baum. Hey, there's something funny about the ground down there. Is it? Genau da. Also, ich muss gedrückt halten. It's hollow. We gotta find a way to smash through this. Okay, ich sehe schon, wir sollen also da hinten hinkommen und das Ding da runteräumeln. Wie wird da... Okay, sehr passend, den Stein dahin geäumelt. So, und jetzt haben wir hier nicht nur die Möglichkeit hochzuspringen,
sondern auch hier dran so zu bleiben. So, left. Und wenn die Hand ausgestreckt wird, kann man dann darüber springen. So arbeiten wir uns hier wie ein kleines Äffchen voran. Wie man sieht, das geht natürlich auch in andere Richtungen. Okay, und runter geht's auch relativ simpel. Ich dachte, er würde jetzt nicht auftauchen. Oh boy, hi. Oh, wir haben beide wenigstens, okay. Man könnte denken, wir machen das hauptberuflich. Oh, wow. Upsi. Den Drop habe ich so überhaupt nicht erwartet. What a warm and homey place, eh? Well, not quite what you were expecting, huh? Yeah. Where's all the damn gold? Yeah, this place was picked clean centuries ago. No good limey pirate. No, it wasn't Drake. Check this out. Looks like the Spanish got here before he did. What the hell, Sully? Nate, I'm not looking for a lousy piece of tin. I'm up to my eyeballs in debt. I was really counting on this one. Too many big bar tabs in Lima, I guess. That and, well, just a few bad deals. Yeah, well, I always told you to stay away from the bad guys. And the bad girls. Yeah? Look who's talking. What's that supposed to mean? That reporter? I saw the way you were eyeing her. Elena? Please. I snuffed any chance with her the second we ditched her on that dock. All's fair in love and war, kid. And what if you can't tell the difference? Then, my friend, you are in big trouble. Those Spaniards sure left a lot of crap behind. Sieht ja schon hier wieder merkwürdig aus. War hier Spanish Spider-Man unterwegs, der da alles hier festgeklebt hat? Ah, sieht auch interessant aus. Careful, Nate, that's quite a drop. Oh, was ist da denn? Da ist da irgendwas. Oho, Collectibles, Decorated Gold Ring. Options werden hier vorgehoben. Okay, man muss den Option-Button klicken. Press to shoot. Oh, so ein Zufall. Ich glaube, Physik funktioniert so nicht. Auf alter Mannschaft rüber. So. Kette, ey. Genau. Wenn ich loslasse. Ha, interessant. Der kann das auch übernehmen. Wenn man sich zu doof dafür scheinbar anstellt. Dankeschön. I'll hold it open. See if you can jam it from the other side. Karren? Yes. All right, let go. This ought to hold it. Okay, ich hätte nicht erwartet. Ja, da wollte ich nämlich sagen. Das einfach so fallen lassen. Let's hope this place has a back door, huh? You know, this looks familiar. I think there's something in Drake's journal about this. Mhm. Das sieht interessant aus. So. Und damit haben wir jetzt hier ein interessantes Element. Here it is. Looks like this thing is some kind of lamp or brazier. See if you can light it. So, after all your bitching about the cigar, now it comes in handy, huh? Hm.
Und so, im Endeffekt haben wir die Möglichkeit. Nicht mehr, nevermind. We gotta figure a way to clear this debris. Ja, da ist einiges an Zeug im Weg. Ist hier irgendeine Red Barrel, die wir... Nope, die dürfen wir nicht so schießen. Irgendwo was, wo wir hoch. Wood's pretty dry. I bet we could burn it. Wenn du mir erklärst, wie, dann wäre das schon mal ein Anfang. Achso, wir sollen vielleicht einer der Dinge da runterfallen lassen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da gegen eine Kette schießen. Try shooting one of those lamps down. Okay. Nice. Man ist immerhin nicht ein Schritt, wo man einfach dagegen ballert und das Ding wirklich runterplumpst. Oh boy. Ich denke, man nimmt den... Wow, Kamera. Wirklich diese Statue, um hier runterzukommen, ey. Oder das Zeug. Okay. Interessanterweise kommt man hier nach oben. Sonst natürlich, wenn man sieht, wie schnell man das hier machen kann, wirkt etwas unnatürlich. Oh, ui. Ja, aber aufpassen, dass ich mich trotzdem beeile. Okay, einfach runter zu rücken. So, das ist kein Button, um die Zeit anzuhalten für unsere Challenge oder ähnliches. Okay. Oh. Wie passend, eine Leiter. Das haben wir für ihn natürlich dann super angenehm gemacht. Was hier noch so versteckt, noch. Let's get going. Okay, dann mach das mal. Oh oh. Ah, okay. An einem gewissen Punkt hätte ich gedacht, dass da hier einfach eine Falle passieren würde. So, gibt es hier irgendwas, das man wieder abbrennen könnte, aber es scheint wohl nicht die Idee zu sein, die hier irgendwie wegzufackeln. Zumindest gibt es hier auch nichts, was irgendwie herumdenkelt. Hier wiederum, aber das ist wiederum weniger relevant, obwohl ich es ganz gerne testen würde. Nee. Damit soll man nicht das an der Seite treffen. Hey, what's up, guys? Now what? Okay, das sieht da aus, als würde sich das irgendwie in der Mitte öffnen. Also auch irgendwelche Plattformen oder ähnliches? What do you make of this? Wait, I recognize these symbols. Once again. The order of these signs has some importance. Okay, also Schildschwertkollege mit Flügeln ist Nummer 2. Als erstes dieses Cogwheel. 3 ist der Tausendfüßler, hätte ich jetzt fast gesagt, die Spinne. Und dann Angry Face. Okay. Das ist zwar schön, aber noch nicht ganz klar. Oh boy. Okay. Oh, hier sind überall die Gesichter. Okay, hier kann man sich schön zur Ruhe legen. Da gehe ich mal davon aus, dass man hier hoch soll. Das kann nicht gesund sein. Okay, das ist das vierte Gesicht.
Das ist das zweite. Genau. Wo sind die anderen beiden? Wow, nope, nicht runterfallen. Wo ich mich frage, ob ich mich hier runterfallen lassen muss. Um dann hier rüber zu kommen. So, das ist auch noch nicht das Richtige. Das ist das Erste. Okay, warum wurde das jetzt erhöht? Nächstes ist das mit den Flügeln, Schwertdingbum. War das jetzt hier gleich drüben? Nope. Okay. Oh, cool. Ja, der Wirklich schafft sich zwischendurch, dich noch irgendwie da wieder festzuhalten. Ja, natürlich klar, das ist eine weitere Säule. Erzeugt wird. Und dann zu guter Letzt zum Anfang zurück. Um dann das komische Emoji da zu drücken. Okay, Geronimo! No. Pretty deep. Yeah, looks like this one. God, Nate! Okay, das war nicht gewollt. Okay, weiterhin nicht. Ich soll da nicht so einfach runter. Alles klar, alles klar. Ich dachte, ich könnte mich da irgendwie dran festhalten. Okay, nur? Wenn ich mich nirgendwo daran festhalten darf, muss ich von hier dann aus da springen, in der Hoffnung, dass ich da mich dann festhalte? Nope. Okay, ach, hier ist eine Treppe. Deswegen spawnt er mich auch genau dort. Okay. Na, Glück gehabt. Oh boy. Okay, das kann man verschieben. Hier ist einfach nur zu. Okay, getting somewhere. Now don't tell me you're gonna swim in that. I've been in worse. Ach, jetzt darf ich da runter. Meine Frage ist, kann ich irgendwie untertauchen? Weil es riecht natürlich danach, als würde man hier irgendwas finden können. Ich habe die Schwimmcontrolls noch nicht ganz verstanden. Aber er sieht jedenfalls aus wie jemand, der nicht schwimmen kann. Er sich überhaupt nicht voran treiben kann. I'm really wet. Ja, natürlich hier ein interessantes Element, dass seine Klamotten nass sind. Das war heutzutage eher weniger. Wow. Weniger interessant, aber damals. War das schon durchaus beeindruckend. Okay, das war ein Schritt früher als erwartet. I made it. I'm on the other side. Can you get this open? Sure can. Hello. Nice one.
Oh, hier diese komischen Flaschen wieder. Okay, sieht aus wie eine. Genau. Die beiden sind da ganz oben. Kurze Sprung. This looks safe. Das ist aber nicht nur Holz, oder? Good idea. Ich gehe mal aus, wenn man da dann wieder zurückgehen würde, würde man vielleicht was finden, aber. Ja, ist mir so ein bisschen egal. Now it looks like we're getting somewhere. After that, we better be. Oh man. The temple must have been built around this. Around what? A statue. A gold statue. A huge gold statue. And look here, these people, they're worshipping the damn thing. At least, I think they're people. Of course. El Dorado, the Golden Man. Sully, it wasn't a city of gold. It was this. It was a golden idol. Man. Can you imagine what that thing would be worth now? Look over here. Tracks. I bet the Spanish dragged it out on cut logs. We're 400 years late for this party. So the trail's cold. Yeah, it looks that way. Son of a bitch. Unless... Unless what? We follow the tracks. Ja, nach 400 Jahren sind sie immer noch am Schleifen. Mal gucken, wo man runterspringt. Okay, nichts Glitzers. Huh. They stop here. Yeah, it looks like the back wall of the temple was blown out. Yeah. Spaniards must have made themselves a shortcut to get the treasure out. Swell. Now what? Ich denke, wir folgen dem Weg vielleicht. Die Frage ist, ob ich zum Spiel hier hoch könnte. Kann ich. Keine Ahnung, ob ich davon was hab. Na, okay. Das war in dem Fall sogar relativ offensichtlich. Oh, what is... Oh, man kann das sogar tatsächlich drehen. Cool. Jo. Wait, Sully, do you hear that? Ja, das ist Wasser, ja. There's something you don't see every day. My God. Ha, huh, das sind nicht die Spanish people, eh? Ha. Huh. Whoa. I'll be damned. Must have come up the river during flood season and gotten stuck. Let's check it out, huh? Ah, wait, wait, wait. Something about this feels kind of hinky. Hinky. You act like you've never seen a German U-boat in the middle of the jungle before. I'm being serious, Nate. I tell you what, why don't you stay here? I'll check it out myself. I'll call you if I run into any Nazis. Yeah, right. You do that. Oh, wait, 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 wait. Hold on to this for me, will you? Okay. Looks like I'm gonna have to do this the hard way. Yep. Ein U-Boot. Rewards unlocked sie irgendwas. Okay. Nope. Nope.
Ja, müssen wir rausfinden, wo darf ich denn ran? Soll ich hier überhaupt sein? Nope, okay. Wie ich keine Taste, wo man schneller schwimmen kann? Scheint nicht so, ey. Oh, okay. Ich dachte, ich sollte da jetzt irgendwie rein. Ah, okay. Wollte schon sagen, was mache ich mit dem kleinen Stumpf von dem Vieh? Okay, man kann das zum Glück relativ schwungvoll machen. Man wird dabei nicht wirklich verlangsamt. Na ja, cool. Geisteskrank, aber sehr cool. Hey, watch yourself up there. It's a long way down. Also ich soll hier hoch. Hier müssen eigentlich die ganzen Bereiche super feucht sein. Okay, fall mal ruhig. Das ist interessant, denn das Spiel geht normalerweise hin und ich habe das Gefühl, dass ich hier definitiv nicht sein soll. Und dreht sich automatisch um, sich festzuhalten, wenn er irgendwo runterfällt. Hat aber hier keine Lust gehabt. Ich meine, ich hab's drauf geschafft, so ist nicht. Okay, I'm in. What do you see? Something nasty happened to these guys. There's blood everywhere. Is it? And soup. What? Press button to open door. Warum müssen das auf unterschiedliche Button gelegt werden? Okay, gut, dass du wusstest, wo du hin musst, denn ich habe hier so überhaupt nichts sehen können. This, my decomposing friend. I think the trail just got warm again. How so? Well, I just met a guy with pockets full of Spanish gold. Only the coins are stamped with a mint mark I've never seen before. You're kidding me. Looks like our German friends had a little secret. Du hast aus irgendeinem Grund nur eine der Münzen mitgenommen, ey. Edward Nass. Cozy. Hmm.
in the captain's quarters. Get this, he's still here. What's that supposed to mean? Yeah, it looks like he was killed. Ripped to shreds, actually. Oof, what a way to go. Yeah, sounds terrible. Check his wallet. You're all hearts, Sully. No way. You've got to be kidding. Find anything, kid? UK 2642. UK 2642. Gotcha. Are you all right? Sully, you're not gonna believe this. Try me. I think I found our missing page. You're kidding. It looks like Drake and our German pals were after the same treasure. And I've got the map that's gonna lead us right to it. Nate, this better not be another wild goose chase. We've gotta get something out of this trip or... Or what? Sully? You there? Sullivan? Okay, das... Okay, hier zwischen auf dem Boden sieht man schon, das ist alles weniger fein. Ist hier irgendwas noch? Nicht wirklich. Da unten waren nämlich eigentlich hier noch so ein paar Karten, die man sehen konnte. Zumindest in der Cutscene, aber von der Kamera so überhaupt nicht. Okay, gucken wir mal, was mit Sullivan passiert ist. That's probably bad. Hello. Hey, hey. Friends of yours, Sully? I'm Gabriel Roman. Yeah, I know who you are, asshole. Manners, young man. This is just business. Get off there. Easy. Put your hands up. Aye, they're up. See, your friend owes me money, Mr. Drake. A lot of money. So when he told me that you two were onto something big, the find of a lifetime, he said, well, I was intrigued. But he's made grand promises before, haven't you, Victor? And here we are again. Another fool's errand. Jeez, does he always go on like this? Take it easy, Navarro. So, I'm afraid the time is up. Unless, of course, you found something in there, Mr. Drake, that might compensate for all this unpleasantness. He's screwing with you, Nate. They heard everything. Just give him the map. Slowly. What does a Kriegsmarine map have to do with El Dorado? What, you think this is a coincidence? The Germans were after the same treasure. That map has something to do with it. So, we square? For now. But just in case you need a reminder... Hey, come on, leave him out of it. Yeah, don't you guys usually just cut off a finger or something? That's far too vulgar. No, I think this will hurt him a bit more. Now, whoa, whoa, whoa. Come on, Roman. He's got nothing to do with... Sully! Sully! You son of a bitch! Oh no, Sullivan. Er hat keine Stunde überleben dürfen. Whoa there, cowboy. That's for leaving me at the dock.
I am? What are you doing here? Listen, I'm a good enough reporter to follow a couple of no-luck tomb robbers. It went this way! I ran to your head! Well, you're down to one tomb robber now. Sully's dead. What? Yeah. And we're next if we don't get out of here. Oh, God, I'm sorry. Please tell me you have a gun. Of course. Oh, thanks. All right, come on. Und zumindest sie ist gleich schon wieder hier. Drake, look out. Ja, vielleicht nicht noch lauter. Ja, verdammt, ich hatte gehofft, dass ich... Great, kann hier nichts machen in der Zeit. Gerade vor allem, wenn man dann so offen ist. Ja, 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 ja. Man kann auch frei. Oh, verdammt, das war ein bisschen zu früh. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich dachte, ich könnte mich irgendwie an den Rand schleichen und den mit Stealth irgendwie ausschalten. Also will ich natürlich gucken, was der macht. The fuck? Er hat mich nicht mal gesehen. Immerhin, die halten wirklich nicht viel aus. You always seem to be getting shot at. They're shooting at you too, you know. Oh. I see him. Puh. Ich war mir jetzt nicht so sicher, ob ich den wirklich angreifen konnte. Ich meine, der Pop-Up hat es dann erklärt, so ist nicht, aber. Hoppala. Er ist natürlich echt super geflogen. So, meine Frage ist, kann ich irgendwie nachladen? Nope. Nicht so. Oh, hi, rüber. Okay, da hat jemand geschossen. Sie geht da einfach ohne Probleme voran. Bye bye. Okay. Hat es nicht geschafft, da runter zu plumpsen, ey. Stay close. Whoa, whoa, whoa. Whoa. Jetzt habe ich keine Möglichkeit, irgendwie nachzuladen. Ich meine, gerade ist voll, so ist nicht, aber. Oh, zum Glück, der kriegt seine Munition trotzdem oder hat sie nicht verloren. Obwohl die Waffe darunter gefallen ist. What the hell is this place anyway? Long story. Tell you later. Okay, also linken Stick drücken. Lässt einen die Position hier drehen. No, ich dachte, man müsste die jetzt als Cover nutzen. I want to reload, eh? Press another forward to run cover, okay? Nope. Okay, wir wechseln mal ganz kurz unsere Waffe. War nicht noch ein weiterer? Nope, die Musik sagt nein. Achso, was R1 ist. Na. So, du hast vermutlich eine Pistole, weil sonst würden wir noch Munition aufheben dürfen. Never a dull moment, huh? Just keep your head down. These guys aren't messing around. Okay, hier ist der Wasserbereich, genau. Also so müssen wir dann da hoch. Irgendjemand? Sieht danach aus, als soll irgendwann hier noch was kommen. Na, war ein schöner Schuss. Nice.
Die haben leider alle keine Munition für die Waffe, ey. I have the high ground! Aber nicht die Genauigkeit, um ernsthaft daraus was zu machen. Oh. Ich hatte nicht gesehen gehabt, dass... Where am I? Achso, auf die andere Seite teleportiert. Okay, aui. Oh oh. Auf den ersten Blick nicht klar, wo das Ding hinfliegt. Und wenn das wieder natürlich meint... Aui, hat mich da irgendwer ein drittes da hinten? Oh boy. Okay, das ist ein Anfang. Puh. Ich dachte, hier wäre noch eine weitere Person gewesen, aber scheinbar hat sich unsere Hilfe hier drum gekümmert. Ah, zum Glück wurde hier ein Seil vorbereitet für uns. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht so freundlich und warten auf sie. Oh no. Oh ja. Au, 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 au. Okay, also... Das ist ein lustiges Kampfsystem. Over here, I think. Yeah, this way. Munition? Ja, oh, okay. You always been this popular? Well, I do seem to attract the scum of the earth. Yeah, no offense. None taken. Do you have a good memory? Yeah, why? UK-2642. You got that? Yeah, what is it? It's Krieg's Marine coordinates. I think I know where the Spanish took El Dorado. El Dorado? The problem is, some of the bastards killed Sully. Damn it! If the Spanish found the treasure, they had to move it there, to that island. And Drake followed him. Well, what are we waiting for? I'll get the story, and you get whatever it is you're after. Come on! Hey, this isn't gonna be a vacation, you know. I can take care of myself. Besides, you owe me one. I suppose I do. We're on the trail of the lost treasure of El Dorado, and it's brought us here to this tiny island in the middle of the Pacific Ocean. Let's get a closer look. I hope we're the first ones here. Will we discover the ruins of a forgotten colony and a fortune in Spanish gold? Or does the island have darker secrets in store for us? That should keep him from changing the channel. Whoa! What the hell was that? An anti-aircraft fire? This is so not cool! Oh crap! We're on fire! Enough with the damn camera! We gotta bail out! Bail out? Does this thing even have parachutes? Now would be a good time to look! I hope these things still work! We'll find out in a second. Have you ever done this before? Of course! You just jump, count to five, and pull the cord! Now go!